speichere den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Von der Stuntschule haben sie ja wohl nicht mehr alle. Zuerst telefonieren sie dir hinterher und dann sagen sie dir einfach so ab. Ich wollte dir ein kleines Ausfallhonorar vorbeibringen. Wow. Hier hast du deine 100 Euro wieder. Naja, irgendwie wäre ich schon lieber gesprungen. Das heißt ja, dass ich doch springen darf. Und nicht nur das. Das ganze Internat ist eingeladen. Das ist aber nett, dass ihr Franziska mal wieder besucht. Ich fass es nicht. Du kriegst einen kleinen Bruder und erzählst uns kein Wort? Seit Monaten dreht sich bei uns zu Hause alles nur noch um das Baby. Und ich soll die große, vernünftige Schwester spielen. Was ist denn das für ein Plan? Ach, da haben Papa und ich bloß mal so ein bisschen was überlegt. Da reden wir in Ruhe später drüber. Seid ihr verrückt? Dann habe ich ja nur noch ein halbes Zimmer. Das ist ein Maulbeerbaum. Der wächst hauptsächlich in Asien. Ich dachte, es geht hier um einheimische Bäume. Ja, richtig. Den gibt's hier schon auch. Der ist vor etwa 250 Jahren durch Friedrich II. Eingeführt worden. Und zwar zu einem ganz bestimmten Zweck. Ich glaube, ich weiß es. Für die Seidenraupenzucht? Ja, bitte? Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Ich habe hier eine Lieferung für eine Cleopatra Clavitta. Ja, das bin ich. Ach. Das ist ja heiß. Wusstest du, dass die Clavi so mit Vornamen heißt? Worum geht's denn? Ach, ich weiß schon. Bitte kein Wort zu niemandem, ja? Okay. Seid ihr mal einen Augenblick leise, ich bin gleich wieder zurück. War das nicht dieser Typ vom Kika? Schui hat recht, der moderiert da. Wahrscheinlich kommen wir ins Fernsehen. Entschuldigt, es dauert doch einen Moment länger. Beschäftigt ihr euch mal 5 Minuten alleine? Ich habe danach auch eine ganz besondere Überraschung für euch. Was denn? Nachher, habe ich gesagt. Worauf warten wir noch? Nichts hinterher. Aber leise. Was vermutet ihr? Warum wird eine Fahrt in einem Aufzug von vielen Menschen als belastend empfunden? Mhm. Weil man in so einem Fahrstuhl vollkommen der Technik ausgeliefert ist. Mhm. Ja, stimmt. Und wenn man stecken bleibt, dann kommt man alleine nicht mehr raus. Und durch die Beschleunigung bekommt man auch so ein komisches Gefühl im Magen. Außerdem ist es in den meisten Fahrstühlen eh so eng wie in einer Hundehütte. Ja, danke, Leon. So viel zum heiteren Teil. Jetzt mal wieder zurück zur Physik. Charlotte, wie siehst du das? Ich habe mal gelesen, wenn der Fahrstuhl immer schneller nach oben rast, dann kommt man sich schwerer vor und dadurch bekommt man dieses blöde Gefühl im Magen. Hey, Franziska, was ist denn mit dir los? Geht's dir nicht gut? Magst du einen Augenblick rausgehen? Darf ich Sie begleiten? Jo, einverstanden. Ist sowieso gleich Pause. Kann ich auch mitgehen? Nee, Charlotte. Also eine Begleitung reicht. Du bleibst bitte hier. Wirklich toll, dass Sie sofort an uns gedacht haben, als die andere Schule abgesagt hat. Ja, schon okay. Ich habe das Einstein eben in bester Erinnerung behalten. Ach, Sie waren schon mal hier? Ja, vor 2 Jahren. Da hatten die Schüler so ein African Afternoon organisiert. Ach, davon müssen Sie mir unbedingt erzählen. Ja, gern, aber sollen wir nicht erst mal das gute Stück aufstellen? Ja, natürlich. Am besten bringen wir es gleich in die Klasse. Kein Problem. Ach, die Schüler werden Augen machen. Die wissen nämlich noch überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Psst, ich sehe was, was sie nicht sehen. Was denn? Hey, ihr könnt rauskommen. Ach, Mensch, hatte ich euch nicht extra gesagt? Naja, darf ich vorstellen, das ist Juri Tetzlaff vom Kinderkanal. Hallo. Hallo. Was ist das denn nun für eine Überraschung, die sie uns da versprochen haben? Kommen wir ins Fernsehen? Na, ihr nicht, aber es hat schon etwas mit Fernsehen zu tun. Also ach, bitte nichts verraten. Die Überraschung ist nämlich hier drin. Fasst ihr mal mit an? Ach, Jonas und Lukas, holt ihr schnell noch den Fernseher aus der Schülerbar und bringt ihn gleich ins Klassenzimmer, ja? Willst du noch eins? Ja. Danke. Na, geht's dir wieder besser? Wir haben dir eine Cola mitgebracht. Heißt du wegen des Babys? Ach, lass sie in Ruhe. Ihre Eltern wollen die Wohnung umbauen. Und Franziska soll ihr halbes Zimmer hergeben. Ehrlich? Ist ja voll krass. Das können die doch mit dir nicht machen. Was soll ich denn dagegen tun?
Wozu hast du denn uns? Komm doch wieder ins Internat. Ich weiß ganz genau, dass das nicht geht. Noch ein Vierbettzimmer erlaubt Gummi nie. Und was ist, wenn einer von uns das Zimmer wechselt? Ich möchte nicht, dass jemand meinetwegen umziehen muss. Willst du nicht wenigstens mal mit Guppi reden? Das bringt doch eh nichts. Und wenn wir das tun? Vergesst es. Das macht Gubi mit Sicherheit nicht mit. Aber du hast nichts dagegen, wenn wir mit ihm sprechen. Oh verdammt, wie sehe ich denn aus? Kann ich doch nicht in den Unterricht gehen? Keine Angst, das kriegen wir schon. Setz dich einfach, den Rest übernehmen wir. Oberdoppelriesenmist. Lass mich mal. Mensch, so eine Krücke kann richtig nützlich sein. Sag ich doch. Hallo, Herr Pasulke, was ist denn mit ihm passiert? Haben Sie sich auch als Stuntman versucht? Nee, ich bin noch nicht lebensmüde. Ich hab da so eine blöde Warze am Fuß. Tut verdammt weh. In Angola gibt's ein super Mittel dagegen. Ach ja? Machst mich neugierig. Sie müssen um Mitternacht ein Loch in Ihrem Garten graben und darin verbullen Sie ein Huhn, das Sie selbst geschlachtet haben. Ja, und dann tanze ich 10-mal im Kreis drauf rum, nicht? Richtig, das habe ich total vergessen. Lass gut sein, ich hab's nicht so mit Voodoo-Zauber. Aber ich weiß, was das wirklich hilft. Ja? Was denn? Na, meine Mutter sagt immer, Warzen muss man abkaufen. Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung, aber wenn Sie wollen, rufe ich meine Mutter mal an. Na, lass gut sein. Da gehe ich lieber zu Frau Seifert, obwohl ich von deren brutalen Heilmethoden ein bisschen Bammel hab. Sollen wir nicht doch deine Mutter anrufen? Okay, wie lange geht die Pause noch? 2 Minuten. Das müsste reichen. Guten Tag, Herr Dr. Wolfert. Guten Tag, Margarete. Ja, was ist denn hier los? Wir haben eine Trickbox bekommen. Was ist das bitte schön, eine Trickbox? Sehen Sie denn nicht, Kika? Aus dem Alter bin ich ja wohl raus. Als Pädagoge sollten Sie das aber. Oh, na da, Herr Kollege. Hallo. Ich bin der Juri vom Kika. Ja, sehr schön. Hallo. Herr Juri vom Kinderkanal. Angenehm, ja. Dr. Wolfert. Ich bin hier der stellvertretende Direktor von diesem Gymnasium. Mhm. Herr Juri, wenn Sie nichts dagegen hätten, ich würde jetzt ganz gerne mit meinem Geschichtsunterricht beginnen. Herr Dr. Wolfert, würden Sie uns vielleicht noch 10 Minütchen Ihrer wertvollen Unterrichtszeit überlassen? Dann könnten wir nämlich den Tricktisch fertig einrichten. Ich muss gleich wieder weg. Wieso soll dieses Ding jetzt hier stehen bleiben? Können wir da nicht später drüber reden? Gut, dann komme ich in 10 Minuten wieder. Herr Juri und Frau Klavi, die fuhren nach Hawaii. Ist irgendwas, Margarete? Nein, nein, es ging nicht um Sie. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute, falls wir uns nicht noch mal sehen sollten. Ja, auf Wiedersehen. Und vielleicht schauen Sie ja wirklich mal in den Kinderkanal rein. Ja. Bis gleich. Tschüss. So, auch mal weiter. So, dann lass mal sehen, Heinz. Ja, aber sei vorsichtig. Du weißt ja, dass ich furchtbar kitzel. Du komm schon, Socken aus und hoch das Bein. Ja, du weißt, wie kitzelig ich bin. Soll ich dir nun helfen oder nicht? Ja. Das sieht aus wie eine Dornwarze. Ja, genauso fühlt es sich auch an, so als hätte ich mir einen Dorn eingetreten. Sag mal, warst du in der letzten Zeit mal im Schwimmbad? Nee, wieso? Weil du dir die Warze da geholt haben könntest. Hör auf, das kitzelt. Warte mal, auf zu zappeln. Das kitzelt aber wirklich. Guckt mal, so geht das. Der Korb bleibt da, wo er ist. Und der Ball rückt immer ein Stückchen vor. Moment, irgendwas stimmt mit dem Korb nicht. Was denn? Wenn der Ball in den Korb fällt, muss sich das Netz doch bewegen. Stimmt, das muss ich noch ändern. Ich würde gerne mal zeigen, wie sich eine Kartoffel vor einer Gabel fürchtet. Warte mal. Da muss ich der Kartoffel ein Gesicht machen. Was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Wir bereiten unser Trick für ein Projekt vor. Frau Klavitta hat uns die Trickbox von Kika besorgt. Cool. Kann da jeder mitmachen? Von mir aus gerne. Nee, das geht nicht. Das ist nur für unsere Klasse. Tja, da kann man nichts machen. Na dann, viel Spaß noch beim Basteln. Was kann man denn gegen so eine Dornwarze machen? Also, im Prinzip gibt es 2 Möglichkeiten. Eine langwierigere und eine schnelle. Welche möchtest du zuerst hören? Die schnelle? Ja, vereisen und rausschneiden. Nee, kommt gar nicht in Frage. Wie geht denn die langsame? Und du kannst die Warze auch mit Säure verätzen. Nee, kommt überhaupt nicht in Frage. An meinem Fuß lasse ich kein Messer, keine Säure und kein gar nichts. Ja, dann wirst du wohl weiter leiden. Sag mal, hast du schon mal gehört,
dass man eine Warze abkaufen kann? Hm? Ach ja, natürlich, richtig. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Pass mal auf, du gibst mir 100 Euro und weg ist sie. Nee, es geht doch so, dass du mir das Geld gibst. Na gut. Hier, 10 Cent müssten reichen. Übrigens würde ich an deiner Stelle mit der Behandlung nicht so lange warten. Solche Warzen können sich blitzschnell vermehren. Und dann hast du die überall. So, dann bitte mal alle hersehen. Prima. Noch eins. Sagen Sie mal, Frau Klavitta, dürfte ich Sie mal kurz sprechen? Ist es denn dringend? Ich wollte gerade essen. Nein, es geht um die Trickbox. Sie wollen sie doch sicher nicht die ganze Zeit dort im Klassenzimmer stehen lassen. Doch, eigentlich ja. Ja, aber das geht auf keinen Fall. Ich denke schon, dass das geht. Herr Dr. Stolberg wird mir sicher seine Zustimmung dafür geben. Aber was ich und die anderen Kollegen dazu sagen, das interessiert Sie gar nicht? Also, ehrlich gesagt, ich denke, das ist jetzt nicht so der richtige Rahmen für ein längeres Gespräch. Meinen Sie nicht? Ja, würden Sie bitte mit rauskommen? Darf ich vielleicht vorher noch zu Ende essen? Danke. Ganz wie Sie wollen. Für mich bitte auch eine Tasse. Dauert aber noch einen Moment, ist noch nicht durch. Ah, ich dann bitte auch. Jo. Wie immer mit Milch? Ja. Sagen Sie mal, meine Herren, ist Ihnen in letzter Zeit an Franziska was aufgefallen? Meinen Sie die neue Haarfarbe? Oder dass sie wieder eine Brille trägt? Nee, weder noch. Also ich finde, Franziska wirkt in letzter Zeit, um es vorsichtig auszudrücken, ziemlich unausgeglichen. Da kenne ich aber noch jemanden, auf den das zutrifft. Wen meinen Sie denn? Na, die neue Kollegin. Ach, sind Sie mal wieder aneinander geraten? Also, liebe Kollegen, ich finde, wir sollten doch hier nur über Anwesende sprechen, ja? Ja, was war das eben mit Franziska? Na, ich bitte Sie, sich über eine Schülerin auszutauschen, ist doch wohl ganz was anderes. Na, ganz wie Sie meinen. Was ist denn nun mit Franziska? Franziska fing heute Morgen im Unterricht einfach an zu heulen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. So ist das in der Pubertät. Ja, und bei manchen hört es nie auf. Sprechen Sie gerade von sich? So, der Kaffee ist fertig. Wollen Sie auch einen, Herr Dr. Wolfert? Danke, kein Bedarf für heute, reicht's mir. Wer fängt an? Na, immer die fragt. Na gut, aber ihr müsst mir auch helfen. Ja. Ist was? Hallo, Herr Dr. Stolberg. Können wir Sie mal einen kleinen Augenblick stören? Das habt ihr bereits getan. Was gibt's denn? Also, wir wissen ja, dass es eigentlich nicht geht. Ja, aber wir wollten trotzdem nur mal fragen, naja, ob es nicht vielleicht möglich sein könnte. Könntet ihr nicht vielleicht noch länger ein bisschen um den heißen Brei herumreden? Wir hätten gerne ein viertes Bett für unser Zimmer. Ihr wisst doch, dass das eigentlich nicht geht. Wofür braucht ihr das denn? Für Franziska. Was ist denn mit ihr? Will sie von ihren Eltern weg? Ja, aber diesmal handelt es sich sozusagen um einen Notfall. Um einen Notfall? Ja, die Bauers bauen nämlich gerade ihre Wohnung um. Und da ist einfach kein Platz mehr für Franziska. Und gerade jetzt kommt auch noch ausgerechnet die pflegebedürftige Großmutter. Wenn wir das richtig verstanden haben. Und die soll jetzt bei den Bauers einziehen? Keine Ahnung. Na, irgendwie klang das so. Aha. Hat euch Franziska geschickt? Nee, die weiß gar nichts davon. Also gut, ich lasse mir mal durch den Kopf gehen, wie ich da vielleicht helfen kann. Danke. Und entschuldigen Sie bitte noch mal vielmals die Störung. Schon gut. Herr Dr. Wolfert? Ach, die schon wieder. Ja, bitte. Sie wollten doch noch mit mir sprechen. Ja. Aber im Augenblick würde ich ganz gerne zu Ende essen. Ach, bitte. Ich kann warten. Darf ich mich vielleicht so lange mit auf die Bank setzen? Naja, ich kann es nicht verhindern. Aber schließlich ist das ja auch eine öffentliche Sitzgelegenheit. Vielen Dank. Also das mit dieser Trickbox, das ist wirklich ein ganz großer Glücksfall. Da ist nämlich eine andere Schule abgesprungen und ganz plötzlich waren wir dran.
Können Sie es denn nicht mal so sehen? Bei diesem Projekt, da entwickeln die Schüler Teamgeist, Gruppendynamik, soziale Kompetenz. Und deswegen muss diese Apparatur wochenlang mitten im Klassenzimmer rumstehen? Auf diese Weise kann die Klasse eben so oft wie möglich daran arbeiten. So oft wie möglich? Wie darf ich denn das verstehen? Tja, also ich gehe mal davon aus, dass mir einige der Kollegen in der nächsten Woche ihre Stunden zur Verfügung stellen. Dreimal dürfen Sie raten, wer da nicht mitmacht. Sie, Sie, Sie. Hm? Ich sehe, wir verstehen uns. Einen schönen Tag noch. Ebenfalls. Oh, ah. Ach, ihr seid's. Was gibt's denn Neues? Meine Mutter hat mit den Kunden in dem Friseursalon gesprochen. Über meine Warzen? Ah. Hm. Ja, und die haben einen ganz heißen Tipp. Da bin ich aber neugierig. Wir haben ihnen das gleich mal besorgt. Weil sie doch so schlecht laufen können. Was ist denn da drin? Etwas, das total schmerzfrei und ungefährlich ist. Aber garantiert hilft. Das ist ein Peridot. Den muss man nur noch auf der Warze festmachen. Ah ja, und wahrscheinlich ganz fest dran glauben, dass er hilft. Sie sagen es. Am besten setzen Sie sich dazu in den Schaukelstuhl. Eben das Bein mit der Warze hoch. Ja, hm. Aber nicht kitzeln. Augen zu. Was ich sehe, das vergehe. Was ich streiche, das erweiche. Warte, fall ab. Starker Spruch. Und das war's? Nein, jetzt muss er nur noch den Stein an der Warze befestigen. Ja, wie lange dauert denn das, bis die Warze weg ist? Meine Mutter hat gesagt, mindestens 24 Stunden. Ja, und Sie müssen den Fuß ganz still halten. So, Wiedersehen. Wir schauen dann morgen nochmal vorbei. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Was ich sehe, das vergehe. Was ich streiche, das erweiche. Warze, fall ab. Naja, schön wär's. Bauer? Guten Tag, Frau Bauer. Hier ist Emanuel Stolberg. Ist Franziska etwas passiert? Nein, nein, mit ihrer Tochter läuft alles bestens. Gott sei Dank. Ich habe da rein zufällig von Ihren familiären Umständen gehört. Ja? Und? Naja, also ich möchte Ihnen meine Hilfe anbieten, falls Sie irgendwelche größeren Probleme haben. Danke. Aber was meinen Sie? Naja, also so ein Pflegefall, das ist sicherlich für Sie eine sehr hohe Belastung. Was denn für ein Pflegefall? Wovon reden Sie denn? Ja, zieht denn Ihre Frau Mutter oder Schwiegermutter nicht bei Ihnen ein? Hat das Franziska behauptet? Naja, nicht direkt. Mir ist zugetragen worden, dass Sie wegen der Großmutter von Franziska umbauen wollen. Also Umbaupläne, die haben wir tatsächlich. Aber nicht wegen meiner Mutter. Ich bekomme ein Baby. Ach, wie schön. Also, Sie sehen mich perplex. Um Sie auf den richtigen Stand der Dinge zu bringen. Franziska ist ziemlich sauer, weil sie wegen des neuen Kindes ein paar Quadratmeter ihres Zimmers abgeben soll. Tut mir leid. Vielmehr freut es mich für Sie. Aber ich dachte wirklich... Ist schon gut. Würden Sie mir vielleicht verraten, wer Ihnen diese Großmutter aufgebunden hat? Darf ich das bitte vertraulich behandeln? Klar, dürfen Sie. Aber ich habe da so eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Naja, und nicht für ungute, Frau Bauern. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, danke. Wiederhören. Ja, herein. Na? Das sieht ja nicht so aus, als ob das Abkaufen was geholfen hätte. Ja, mach du dich nur lustig über mich. Das mache ich überhaupt nicht. Aber ich kann das wirklich nicht mehr mit ansehen. Hier, diese Säure träufelst du auf die Warze und hier habe ich noch ein schönes Fußbad. Das kannst du gleich wieder mitnehmen. Ich probiere nämlich gerade eine alternative Heilmethode aus. Aha, und eine, die wirklich hilft? Na ja, morgen früh bin ich schlauer. Na, was ist? Soll ich für dich rangehen? Nee, ist nicht nötig. Ja, Pasolke hier. Ach, Herr Fabri, das ist ja eine Überraschung. Natürlich habe ich sowas. Wofür brauchen Sie die denn? Ah ja,
Doch, doch, die kann Antonia auch auf dem Fahrrad transportieren. Ja, tschüss dann. Es macht wirklich nicht den Eindruck, als ob es mit deiner alternativen Heilmethode wirklich besser würde. Du humpelst ja wie der Glöckner von Notre Dame. Sag mal, wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? Das ist kein Floh und das ist auch kein Ohr, sondern das ist mein Fuß und das ist ein Peridot. Und den hast du dir unter die Fußsohle geklebt? Ja, das ist ein ganz spezieller Warzenstein. Heinz, soll ich dir mal was sagen? Du und deine Warze, ihr seid einfach nicht mehr zu retten. Hallo, Franziska. Hi, Mama. Wann gibt's denn was zu essen? Gleich. Wie war's denn in der Schule? Nichts Besonderes. Und was war bei dir? Dr. Stolberg hat mich angerufen. Wie bitte? Was wollte der denn? Er hat sich Sorgen gemacht. Wegen der pflegebedürftigen Großmutter, die hier bald einziehen wird. Was für eine Großmutter denn? Das frage ich dich. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich... Irgendjemand muss ihm ja diesen Bären aufgebunden haben. Ich war das wirklich nicht. Ich vermute, dass diese ganze Geschichte etwas mit unserem Baby zu tun hat. Davon wusste Dr. Stolberg nämlich noch nichts. Aber jetzt weiß er davon. Ja, natürlich. Das ist doch kein Geheimnis, oder? Na, vielen Dank. Dann sprechen mich morgen sicher alle Lehrer drauf an. Und was ist daran so schlimm? Ich habe keine Lust, 10-mal am Tag nach eurem Rumpelstilzchen gefragt zu werden. Franziska, du wartest bitte. Die Einzige, die Dr. Stolberg etwas von unseren Umbauplänen erzählt haben kann, das bist du. Oder hast du irgendjemanden vorgeschickt? Nein! Oh, die können was erleben. Ah, ist offen. Hallo. Was macht denn ihr schon so früh hier? Wir wollen gucken, wie es ihrer Warze geht. Die 24 Stunden sind doch noch gar nicht vorbei. Aber können wir nicht trotzdem mal gucken? Weil wir wahnsinnig neugierig sind, ob der Warzenstein wirklich hilft. Ihr glaubt wohl selber nicht dran, ne? Doch, doch, aber wir kennen ja den Spruch. Glauben ist gut, Kontrolle ist besser. Na ja, dann wollen wir mal. Es geht ja heute zu wie im Taubenschlag. Ist offen. Hallo, ich wollte nur schnell die Säge für meinen Vater pumpen. Gestern Abend habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Ah ja, ja, da ist sie. Was machen Sie denn da? Ja, ich versuche gerade eine Warze loszuwerden und Sven und Dennis helfen mir dabei mit so einem Warzenstein. Warzenstein? Das ist ein Peridot. Und mit dem richtigen Zauberspruch gehen die Warzen ganz schnell weg. Aber das funktioniert doch nur, wenn der Mond abnimmt. Wir sagten sowas. Das stand letzte Woche in der Uta. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Von einem abnehmenden Mond hat Svens Mutter gar nichts gesagt. Stand er aber. Und im Augenblick nimmt er zu. Also, wenn Sie mich fragen, die Nummer können Sie vergessen. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Oh Mist. Was ist denn? Tut uns leid. Jetzt sind's 5. Das gibt's doch nicht. Was ist denn? Die Trickbox ist weg. Alles ist alles. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Ach komm, Franziska, jetzt sei doch nicht sauer. Wenn du mich nicht sofort in Ruhe lässt, dann kriegst du ein paar gescheuert. Das wollen wir doch mal sehen. Und das später mal zu zeigen, ja. Alles ist alles. Leute, keine Panik, ich check die Lage, wir erkennen der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.